So, Leute, es war eine riesengroße Scheißarbeit. Ja, ich habe 150 Produkte im Laden und zu den 150 Produkten haben wir jetzt jeweils ein Video gemacht. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf Action Adventure klickt, was wir jetzt mal machen, wenn sich die Seite jetzt öffnen würde, dann wäre es natürlich noch besser. Also Action Adventure, da gehen wir jetzt rauf. Gehen wir auf Warhammer 40k Space Marine zum Beispiel rauf. Ja. Es ladet ein bisschen. So. Seht ihr hier? Warhammer 40k Space Marine. Das Bild. Die Pinnen-Dinger. Und hier erscheint dann zu jedem Spiel ein Video. Das könnt ihr direkt abspielen. Das ist jetzt so die Neuigkeit im Laden. Was noch neu ist, ist auf der Home-Seite direkt der Paysafe-Karten-Shop. Also wir haben einen Shop im Shop, kann man sagen. Da könnt ihr euch eintragen mit E-Mail-Adresse, Paysafe-Karten-Shop, klickt darauf. Und dann warten wir kurz. Ja, dann warten wir mal kurz und dann... So, ihr braucht euch hier nicht registrieren. Wir klicken hier auf Überspringen. Dann haben wir hier verschiedene Zahlungsmethoden. Banktransfer, Click and Buy, Überweisung. Wir klicken auf Paysafe Card. Und jetzt haben wir hier einen Shop drin. Minecraft, Call of Duty Black Ops, Windows 7, Diablo 3 Gästepass, Brickforce, Far Cry 3, Syndicate, Mafia 2, Fear 3, Terra Online, Prototyp 2, Test Life Unlimited 2. Wenn es noch ein Spiel gibt, das ihr vermisst und mit Paysafe Card kaufen möchtet, schreibt es unter dem Video und ich werde es mit reinmachen. Der nächste Punkt ist, der Hackerangriff wurde erfolgreich abgewehrt. Wir sind wieder clean und ja, und wenn ihr auf meiner Seite seid und euch irgendein Spiel anguckt, zum Beispiel, gehen wir mal wieder auf Action Adventure, dann würde ich mich freuen. Also gehen wir wieder auf Action Adventure, jetzt gehen wir mal auf Grand Theft Auto 4. Ne, oder, ja, gehen wir auf Grand Theft Auto 4. Und dann ist hier unten, also, wartet, wir lassen erstmal voll laden. So, das Video ist da, okay. Hier steht jetzt Beschreibung, Bewertung, Facebook-Kommentare. Klickt da auf Bewertung, könnt ihr, würde ich mich freuen, wenn jemand ein Spiel bewertet und das abschickt. Dann haben wir nämlich Kunden, dann können die Kunden, die in Zukunft die Spiele kaufen, sich zuerst die Bewertung von anderen Kunden durchlesen, wie das Spiel denn nur ist. Und die beste Bewertung bekommt am Ende des Monats einen kostenlosen Minecraft-Key. Und hier gibt es noch Facebook-Kommentare. Da könnt ihr dann auf jeden Fall einen Kommentar hinterlassen. Zum Beispiel wie schöne Seite oder schönes Spiel oder ich kaufe mir das Spiel bald oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr das macht. Und auf Gefällt mir, Twitter, Pinned und Google Plus klicken. Und ja, das war das Game Mogul Update 1.0. Also wir melden uns zurück, wenn es was Neues gibt. Der Live-Chat ist an der Seite, der ist immer noch an. Und ich bin auch immer noch im Live-Chat verfügbar. Ach Mensch, okay, nochmal von vorne. Ich bin auch immer noch im Live-Chat verfügbar. So, okay. Dann cutten wir das jetzt. Gebt mir Daumen nach oben, abonniert mich, kommentiert mich und dann bis denn. Euer Game.